Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin und ich möchte heute mit euch über die Tagesenergie 12 und 3 am 31.12.2021 sprechen. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Zwölf und drei am Jahresabschluss, der 12. Dezember, also der 12. Monat, der Dezember, 31.12., der letzte Tag dieses Jahr. Und wir enden mit der 12 und der 3 numerologisch. Das heißt, die 12 Realismus erdnah sein, die 3 Mutterschaft und Fürsorgerin. Also bitte heute die Energien nutzen. Nehmt euch nicht zu viel fürs neue Jahr vor, sondern reflektiert erstmal das Alte. Seid realistisch. Was war? Wie war's? Wie will ich es haben? Was brauche ich davon denn noch? Übertreibt es nicht mit den Wünschen fürs nächste Jahr, sondern bleibt bei euch und schaut mit der Tagesenergie 3 auch mal auf euch. Denn ihr könnt nur so viel Energie, Hilfe und Taten geben, wie ihr Energie habt. Habt ihr genug? Habt ihr eure eigene Energietankstelle? Wo holt ihr eure Energie her? Achtet auf euch selber und seid realistisch damit. Setzt euch gerne die Ziele fürs nächste Jahr. Numerologisch sind wir ja immer noch 2021 in der 5. Das heißt, lernen, Bewusstsein erweitern und auch vorwärts gehen. Schaut es euch genau an, was nehmt ihr aus dem alten Jahr mit und was lasst ihr im alten Jahr zurück? Was sind das für Sachen? Ich bin ja, wie ihr wisst, so eine Freundin vom Stift und Zettel. Das heißt, ich werde es heute auf alle Fälle nochmal aufschreiben, was lasse ich im alten Jahr und was nehme ich mit ins neue Jahr? Was habe ich gelernt? Was habe ich gelehrt und was will ich noch weiterbringen? Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie heute euer Plan ausschaut. Liken und abonnieren nicht vergessen und ich wünsche euch eine schöne Silvesternacht. Bis bald!